Welcome to Weiden, Germany, a Bavarian city full of cozy cafes, restaurants, and plenty of historic festivals all year round. But today I want to draw your attention to one of the many boutique stores you can find right off the Fußgängerplatz in the heart of downtown. Today, my new friends and I want to help you explore all the things that make you happy, the joys of life. This is Lebensfreuden. Ja, mein Name ist Sieglinde Scharnagel. Ich bin die Inhaberin des Geschäftes Lebensfreuden in Weiden. Ja, Lebensfreuden ist das Lebensmotto unseres Sohnes Ludwig, der hier ebenfalls arbeitet. Ja, Ludwig ist vor 28 Jahren mit dem Down-Syndrom wurde er geboren und ja, das ist sein Lebensmotto. Er ist ein äußerst lebensfroher Mensch. Ja, und darum haben wir uns entschieden, den Laden so zu nennen, weil er hier arbeitet und er der Grund ist, warum wir den Laden überhaupt eröffnet haben. Wir wollten einen Arbeitsplatz schaffen für einen jungen Mann mit Behinderung, der sehr offen anderen Menschen gegenüber ist, sehr lebensfroh und sehr kommunikativ. Ja, und das ist uns hier, glaube ich, gelungen. Ja, ich glaube, dass er sehr, sehr gerne hier arbeitet. Ich frage ihn auch immer wieder, möchtest du hier arbeiten oder möchtest du mal frei haben? Und dann sagt er, nein, ich brauche nicht frei haben, ich möchte hier arbeiten. Ja, ich glaube, es gefällt ihm sehr gut und besonders gefällt ihm, dass er so viel Kommunikation mit Menschen hat und dass er mitten in der Gesellschaft ist. Er geht in die Stadt zum Mittagessen und hat viele, viele Freundschaften hier geschlossen. Ja, das ist viel Spaß für dich. Macht Spaß. Riesenspaß. Also mein größter Traum ist, ich werde gerne dabei sein beim Hollywood. Natürlich ist das für ihn immer eine Herausforderung, aber wie für uns alle ist die Herausforderung ja auch das, was uns wachsen lässt, was uns lernen lässt. Und es ist jeder Tag ein Gewinn für ihn, hier zu sein, weil er eben gefordert ist und viel, viel lernt und schon sehr viel gelernt hat. Das ist in den Jahren so entstanden. Ich habe mich sehr viel an den Kunden auch orientiert, wonach die gefragt haben. Die kommen rein und sagen, haben Sie denn nicht das und das und das? Und dann habe ich halt so gedacht, na gut, dann schaust mal nach sowas und dann bieten wir das halt auch an. Also es ist eigentlich mit den Kunden entstanden und wir wollen gute Dinge, gute Produkte anbieten. A little bit of everything für Geschenkartikel für alle möglichen Anlässe, für Mann, Frau, Kind. Wir wollen auch Dinge anbieten, wo man sich selber mal eine Freude macht, eben eine Lebensfreude. Ich gehe da rein, ich suche nichts Bestimmtes, aber da sehe ich was, da finde ich was, das gefällt mir und ach, das gönne ich mir heute mal so. Und einfach, man geht rein und soll sich wohlfühlen. Ja, es soll einfach eine schöne Atmosphäre sein. Man soll ein paar schöne Minuten hierherin haben. Das ist der Hintergrund. Wir haben mal drüber gesprochen, was ist mal, wenn wir den Laden mal nicht mehr betreiben, wenn wir beide schon alt sind oder nicht mehr können, nicht mehr wollen, wie auch immer. Dann habe ich gesagt, Ludwig, was machen wir denn dann mit unserem Laden? Dann hat er gesagt, dann vermieten oder verkaufen wir ihn wieder an jemanden, die auch ein Down-Syndrom-Kind haben. Ich finde es so wunderschön, dass die Idee von ihm kommt, dass er den Gedanken hat, dass das so weitergehen soll, wieder, dass hier wieder ein Mensch mit Down-Syndrom arbeitet. Freundschaft geht durch den Magen. You can discover the Joys of Life store with Sieglinde and Ludwig Tuesday through Saturday right off the main streets of downtown Weiden. For more local information, subscribe to the channel and I'll catch you in the next one.